Was hast du dann gemacht, Jürg? Dann habe ich diesen dritten Kerl geradewegs durch die Scheibe auf die Straße befördert. Wow, den hast du für Zeit, was da ist. Das Leben ist hart, Billy Joe. Um es zu bestehen, musst du viel verneuen. Hey, lass uns was essen. Ich habe einen Mordshunger. Nun schau dir bloß mal an, was auf der Karte da steht. Das hältst du im Kopf nicht aus. So was kann sich doch nur ein Weichei dahin kleben. Dieser Jesus war doch ein Schwächling. Bist du sicher, Duke? Jupp. Hallo, habe ich das richtig verstanden? Jesus soll ein Schwächling gewesen sein? Oh, ist das deine Schauko? So ist es, mein Kleiner. Wie wär's denn, Jungs, wenn ihr mir beim Essen Gesellschaft leistet? Oh, ja, gern. Mann, hast du gesehen? Das war ein Brocken. Pass auf, was du sagst, Billy Joe. Setzt euch, Leute. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dieses Essen in Jesu Name. Amen. Das hat mir ja noch gefehlt. Duke, wie kommst du drauf, dass Jesus ein Schwächling war? Meiner Meinung nach, jeder, der dem Feind seine andere Wange bietet, ist ein Feigling. Was meinst du, wenn der allmächtige Gott sich in einen Menschen verwandeln könnte, aber die göttliche Kraft in ihm bliebe und irgendein Kerl ihn zum Kampf herausfordert, wer würde wohl gewinnen? Was? Das wäre kein gerechter Kampf. Der Gottmensch würde ihn töten. Sollte Gottmensch ihm die andere Wange bieten? Er müsste sogar. Das wäre, als würde man Superman bekämpfen, nur schlimmer. Ich will dich mal wachrütteln, Duke. Die Bibel sagt, Jesus hat das Universum gemacht. Er ist der allmächtige Gott in Menschengestalt. Jesus ist ein sogenannter Gottmensch. Mach keine Witze. Bestimmt nicht. Es war sein Auftrag, die Erde zu besuchen, um deinen Kragen zu retten. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wenn in deinem Haus ein Feuer ausgebrochen wäre und du, deine Frau und die Kinder würden noch schlafen und ich käme vorbeigefahren und sehe das Feuer, würde euch aber nicht aufwecken, weil mir deine Nase nicht ist. Was würdest du davon halten? Was? Wir sollen alle verbrennen, nur weil du uns nicht gewarnt hast? So ist es. Mann, dafür würde ich dich hassen. Ich würde dich für ewig verfluchen. Ich würde dir nie verzeihen. Du wirst gemeiner als ein Mörder. Dann warne ich dich jetzt, Duke. Dein Haus brennt. Du bist auf dem direkten Weg zur Hölle und Satan lacht sich eins ins Fäustchen. Was? Bist du verrückt? Was dauert so lang? Das Essen wird kalt. Zwei mächtige Personen kämpfen um dich. Und im Moment hat dich der Teufel. Und du bist so geblendet, dass du es nicht mal weißt. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt, also auch du. Und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das bedeutet, du kommst nicht in den Himmel. Heißt das, dass ich für immer in der Hölle schworen werde? Absolut. Aber es muss nicht so kommen. Meinst du, dass ich aufhören soll, zu saufen, fluchen und meine Frau zu betrügen? Und stattdessen in die Kirche gehen und ein gutes Leben führen? Nee, das würde dir nichts nützen, Duke. Du kämst trotzdem noch in die Hölle. Das mache ich doch auch. Ich brauche mehr Kaffee. Wo ist die Kellnerin? Langsam, Kumpel. Das einzig Gute, was du gesagt hast, war, dass ich nicht in die Hölle gehen muss. Wie soll denn das sonst laufen? Um auf deinen Schwächling zurückzukommen. Hättest du den Mut, in eine Stadt zu gehen, auch wenn du weißt, dass man dich dort töten wird? Niemals. Er hatte ihn, Duke. Er tat es für dich. Als er in jene Stadt kam, wurde er zu Unrecht beschuldigt. Man schlug ihn mit einer Peitsche, an der sich Metall und Knochensplitter befanden. Das zerschnitt seine Adern. Seine Haut hing in Fetzen. Eigentlich hätte er schon sterben müssen, bevor sie ihn ans Kreuz nagelten. Duke, für dich hat man ihn zu Brei geschlagen. So sehr hat er dich geliebt. In der Bibel steht, dass sein Gesicht so zerschunden war, dass es den grausigsten Anblick bot, den du jemals gesehen hast. Dann starb er an dem Kreuz. Er vergoss sein kostbares Blut, um deine Sünden abzuwaschen. Er wurde hingerichtet für deine Verbrechen gegen Gott. Er ist von den Toten auferstanden und ist jetzt im Himmel, wo er zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Wenn er in einigen Jahren wiederkommt, um die Erde zu regieren, werden die Menschen flüchten und sich verstecken. So wird es sein, wenn Jesus die Armeen der Welt auslöscht, die ihn bei der Schlacht von Armageddon bekämpfen. Das wird Jesus machen? Jupp, er kommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird's ernst. Am jüngsten Tag, wenn alle, die in ihren Sünden gestorben sind, Jesus als ihrem Richter gegenüberstehen.
Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, sagt die Bibel hierüber. Er wird dafür sorgen, dass sie in den Feuersee kommen. Und du hast ihn als Schwächling genannt? Was kann ich tun, dass sein Blut mich von Sünde frei wäscht? Jesus sagt, tut Buße, das heißt, bereue deine Sünden und wende dich von ihnen ab und bitte Jesus, in dein Herz zu kommen und dir zu vergeben. Er wird es tun. Lasst uns beten. Kann ich das auch beten? Aber gewiss, setz dich zu uns. Wo ist Martha? Sag mal, spinne ich? Oder sind die da drüben am Beten? Weißt du, was ich herausgefunden habe, als wir in dem Imbiss gebetet haben, Billy Joe? Na, was denn, Duke? Dass Jesus mehr Mut gehabt hat, als alle Menschen, die jemals gelebt haben. Und deswegen liebe ich ihn. Ich auch, Duke. Ich auch. Die Geschichte, die ihr gerade gehört habt, ist die Wahrheit. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst dich entscheiden, es zu glauben oder es nicht zu glauben. Bevor du aber eine Entscheidung triffst, lass mich dir einige Fragen stellen. Hast du jemals gelogen? Wenn ja, dann bist du ein Lügner. Hast du jemals etwas gestohlen? Irgendetwas. Egal wie klein und unbedeutend. Dann bist du ein Dieb. Hast du jemals eine andere Person mit dem Verlangen von Lust angesehen? Das würde dich zu einem Ehebrecher machen. Jesus sagt, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Hast du jemals den Namen des Herrn als Fluch benutzt? Wenn du den Namen des Herrn als Fluch benutzt, so lästerst du ihn, wobei du seinen Namen wie ein Fluchwort gebrauchst. Weißt du, dass diese Vergehen dich zu einem Lügner, einem Dieb, einem Ehebrecher und einem Lästerer machen? Ich habe hier nur 4 von Gottes Geboten genannt. Es gibt aber 10 und wir sind schuldig, gegen alle 10 verstoßen zu haben. Gottes Gebote zu brechen hält uns fern vom Himmelreich. Aber die Bibel sagt uns, dass es nur einen einzigen Weg zum Himmel gibt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zuerst musst du zugeben, dass du ein Sünder bist. Du hast Gottes Gebote gebrochen. Dann entscheide dich, dich von der Sünde abzuwenden und sie abzulegen. Glaub, dass Jesus Christus für dich starb, begraben wurde und von den Toten auferstanden ist. Durch Gebet lade Jesus in dein Leben ein, sodass er dein persönlicher Retter wird. Einfach bete etwa so wie dies und glaub es von ganzem Herzen. Liebe Gott, ich bin ein Sünder und brauche Vergebung. Ich glaube, dass Jesus Christus sein wertvolles Blut für mich vergossen hat und für meine Sünden gestorben ist. Ich bin bereit, mich von meinen Sünden abzuwenden. Ich lade dich, Christus, jetzt ein, in mein Herz und mein Leben als mein persönlicher Retter zu kommen. Wenn Jesus dein Retter geworden ist, so hast du ein wunderbares neues Leben mit ihm begonnen. Lese deine Bibel jeden Tag, damit du den Herrn Jesus Christus besser kennenlernst. Rede mit Gott jeden Tag im Gebet. Lass dich taufen, bete Gott an, habe Gemeinschaft und diene mit anderen in einer Gemeinde, wo man über Christus predigt und wo die Bibel die letzte Autorität ist. Erzähle anderen über Jesus Christus.